Mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die. So, Schnauze voll hier. Ich bin jetzt die Nacht hier mit dem Motorrad gekommen, mit ihr, mit dem Motorrad von der Mathilde. War auch cool, ich war fast zu Hause und dann spawnt einfach unter meinen Arsch ihr Motorrad. Was denn? Aber jetzt bin ich hier. Ja, wir wollten ja diese... Erstmal mal eine Leiche finden, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wo die ist. Mir wird die nicht angezeigt. Irgendwo im Haus. Dann folge ich dir einfach mal. Sind hier neue Gegner gespawnt? Ich glaube nicht. Irgendwo im Haus. Mir ist scheiße kalt. Ist wirklich kalt. Muss man nicht irgendwie von außen oder so? Mhm. Ja, stimmt. Hui, hier bin ich gestorben. Nee. Bin ich denn gestorben? Wo ist mein Rucksack? Oh, mir ist gerade scheiße richtig kalt. Hier oben vielleicht irgendwo? Ja, es wird wärmer. Es wird wärmer. Hier war ja dieser Bunker, dieser... Ach ja, in dem Bunker vielleicht? Das kann sein. Da haben wir ja schon angefangen runterzuklettern. Ich war ja unten und bin gestorben. Ja. Jetzt fällt's mir wieder ein. Hui! Krankenschwestern oder so haben mich gekillt. Wir müssen jetzt auch... Ich muss zugeben, ich habe jetzt wieder einen Tag oder so nicht gespielt. Oh, hier ist gesperrt. Ach, hier wäre eine Leiter gewesen. Scheiße. Die Sache ist, die müssen ja noch überleben, ne? Aber gelebt haben. Die Zombies. Aber wie kommt man dann vom Fahrstuhl wieder hoch? Soweit hatte ich meine Dings noch nicht gebaut. So, weil da hinten. Ah, da hinten bin ich. So. Brauchen wir gleich ein paar Frames. Oder ich hüpfe einfach. Hui! Einmal alles bitte. Oh, ist das schön. Jetzt muss ich mich erstmal hier wieder irgendwie organisieren. So, wir brauchen eine Hose. Eine Hose ist ganz gut. Wir brauchen das. Jawohl. Das tragen wir auch mal. Und einen schönen Ledermantel. Die MP kommt mal dahin. Den tragen wir auch. Damit unser Hals nicht kalt wird, ein schönes Halstüchlein. Eine Schutzbrille. Ein Brustpanzer, der uns nicht hilft. Und natürlich Schuhe. Sonst kriegen wir ja kalte Füße. Irgendwas vergessen? Nö. Das können wir so hinpacken. Vielleicht kann man auch gebrauchen zum Tür öffnen. Dann einen Schluck Cappuccino. Schöner, heißer Capo-Junge. So, ich bin wieder da. Sehr schön. Dann mache ich mich mal auf den Weg zu dir. Ich habe mich so ein bisschen um unseren Rückzug gekümmert. Das ist ja eine Raketenbasis, wenn ich so sehe, oder? So, warte, ich komme jetzt erstmal zu dir. Das ist hier echt so, sieht fast so aus wie so eine James Bond-Bösewicht-Falle. Finde ich. Das ist ja ein richtiges Loch. Ja, da sieht aus wie so ein Raketensilo. Das schneit durch die Decke. Ja, das ist Technik. Das ist Technik. Was ich nochmal machen will, ist diesen Kerzen. Ja. Kann man ja gebrauchen, oder? Ja. Und wir wissen, dass wir hier waren. Nehme ich auch nochmal die Fackel. Einmal unsere Lampen. So. Die Frames da an der Seite lassen wir mal. Das ist unser Notort, weil da kommen die Zombies nicht hin.
Verstehst du? Wie viele siehst du da? Aua. Apropos. Ey, warum duckst du dich, Junge? Scheiße. Oh, ich bin auf meinem Bildschirm gelandet. Nein. Oh, fuck you. Du bist schon wieder tot? Ja, ich bin auf meinem Desktop gelandet gerade. Da kann man natürlich wunderbar auf mich einschlagen. Ich habe ja sowieso einen Pfeil von dir abgekriegt. Aua. Cool. Super. Super. Ich habe ja nichts anderes zu tun, als immer von A nach B zu fahren. Verdammte Scheiße. Fuck, ey. Wie bin ich denn auf meinen Desktop gekommen? Das kann ich dir nicht beantworten. Oh, ich nehme mal hier ein Sturmgewehr. Wollen ja mal Spaß haben, ja? 30 Schuss, zack. So, jetzt brauche ich wieder 3 Stunden oder so in-game, bis ich wieder bei dir bin. Mhm. Alter, Scheiße. Hast du noch Sprit? Nee. Zunerspritz. Das ist auch nicht das Wahre. Soll ich noch auf dich warten oder soll ich schon mal weitersuchen? Zum Halten wie ein Dach, Digga. Ja, ich brauche ja 3 Stunden, also. Ganz gerne weitermachen. Sonst nehme ich ja einfach die Elektro-Diversion ein bisschen raus. Das kannst du auch machen. Hier ist so viel Elektro-Gedöns. Teile können wir früher oder später auf jeden Fall brauchen. Ah, schrei doch, du dumme Kuh. So, die Tür machen wir aber vorsichtshalber zu. Boah, noch eine Schreitussi. Armada der Schreitussis. Besorge ich uns jetzt einfach Electrical Parts. Ja, sorry, aber ich bin irgendwie, wie gesagt, auf den Desktop gekommen. Ich glaube, das wird man in der Aufnahme auch nicht sehen. Mist, ich hätte ja sagen sollen, dass du mir noch mal ein bisschen Stahl mitbringen sollst für meine Spitzhacke. Naja. Ach, da liegt ja irgendwo ein Rucksack von mir. Hast du Stahl mit? Nee, aber ich habe eine Spitzhacke. Nö, ich tue jetzt einfach hier ein bisschen Elektro-Zeugs. Ich habe gerade richtig Lust, ein paar Zombies mit der AK wegzuballern. Oh oh. Das ist natürlich hier nicht gut. Ich fahre jetzt auch gerade extra ein bisschen Querfeld ein. Sie läuft ja super, wie wir sehen. Wie bitte? Nichts, nichts. Ja, ich will so schnell wie möglich wieder bei dir sein. Wenn wir bitte mal weiter zocken können, na. Scheißendreck hier. Verdammte Kacke hier. Wer baut denn hier so einen Kack hier? Ich brauche mal wieder einen Schluck Kaffee. Oder Cappuccino zum Runterkommen. Ich besorge auf jeden Fall ganz viele Electrical Parts gerade. Ja, ist schön so. Motorradfahren in der Nacht, Moped fahren am Tag. Geil. Was hat denn da ist? Ich bin wieder mittlerweile bei Heilung bei 130. Nahtoderfahrung geht gar nicht mehr weg bei mir.
Ja, wenn du im Minutentag stirbst. Ja, kann ich auch nichts für. Hätte ich mich mal beschützen müssen. Aber nein, ich krieg noch einen Bolzen von dir ab. Als Dankeschön. Entschuldigung, du warst im Weg. Ja, das sagen sie alle. Ich dachte, du wärst ein Zombie. Mhm. Ist dir auch schon mal passiert. Ja. Du hast mich auch schon mal weggemessert. Das ist auch schon lange her. Das war bei DayZ, ja? Nein, das war auch bei 7 Days. Ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich dafür umso besser. Hui! Mir ist warm, das kann doch gar nicht sein. Du bist halt hot. Jo, very hot. Hot. Hat irgendwas Entspannendes, dieses Geräusch. Oh, mein Dings hier, mein Schraubenschlüssel ist auch bald hinüber. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier erst lang gefahren. Das Gefühl habe ich auch. Aber das Gute ist, da muss ich dir ja den Weg nicht mehr sagen, weil den kennst du ja. Ja. Jetzt ist mein Schraubenschlüssel im Arsch. Aber immerhin 133 Electrical Parts hat er mir eingebracht. Ja, ich sehe schon dieses Scheißhaus. Vergleich ins Eisgebiet. Das ist wahrlich das Haus des Todes. Ich sehe gerade auf deinem Monitor, du nimmst Trams weg. Was ist passiert? Zombies. Wieder schnelle? Leuchtende. Wow! Scheiße, die kommt hier rüber. Scheiße. Fuck, 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 ich sterbe. Scheiße. Hilfe! Hilfe! Ah, lass mich weg! Hilfe! Ah, nein! Ah, lass mich! Oh! Und weißt du, was das Doofe ist? Weißt du, wo mein Motorrad ist? Ja, oben. Und weißt du, wo dein Moped ist? Unter deinem Arsch! Ja. Musst du mal gucken, ob irgendwo Sprit ist, dann kannst du mein Moped benutzen. Ansonsten haben wir nur zwei Fahrräder. Oh, das amüsiert mich. Das ist schön, dass es dich. Ach, schön. Noch irgendwo Stahl. Ach, ich kann es ja gar nicht aufnehmen, ist ja deins. Oh nein, hier ist noch nicht mal Stahl mehr. Ich trinke mich. Ich kotze. Ja, ich auch. So. Jetzt reicht's mir. Haben wir hier noch eine halbwegs vernünftige Spitzhacke irgendwo? So, also eine Spitzhacke. Auch gehen. Ah, ich hoffe mal, hier spawnt nichts, ey, so ewig wie wir brauchen. Nachher spawnen die ganzen Gegner, weil wir so lange brauchen, diese Area frei zu machen. So, du hast mir ja Zombies da gelassen, ne? Mhm.
Und du hast ja gesagt, der Punkt. Also mit den Frames hat da nicht geklappt, da sind sie rübergekommen, diese Nee, die ist Arschlöcher. darüber gesprungen. Also hätte ich noch einen Frame mehr weggenommen, hätte es wahrscheinlich geklappt. Ja, ich versuche die gleich wegzuknallen hier, die Schweine. So, was haben wir denn? Oh, da ist ein Motorrad. Ja, Zombie. Fuck, mir fällt gerade ein. Was? Naja, ich habe nichts dabei. Verstehst? Na, da oben liegen meine Sachen auf jeden Fall. Da oben ist auch noch ein Zombie. Ja, ein Zombie, aber ich sehe keinen. Wer hat dich denn umgebracht? Weil hier ist? Kann sein, dass die vielleicht runtergefallen sind und ganz unten sind jetzt. Ah, weil ich habe gehört, dass irgendwer Sand wegschaufelt. Okay. Ich will trotzdem mit dem MG jemanden kaputt schießen. Dann nehme ich mal die Frames und baue die wieder dran, damit du hier hochkommst. Ja, kann natürlich sein, dass sie alle runtergefallen sind und wir sie alle später nochmal wiedersehen. Die brechen sich ja leider nicht die Beine. Ja, also die Tussi, die dich zum Beispiel umgebracht hatte, die habe ich noch von oben abgeknallt gehabt. Ah, ich sehe auch niemanden. Ah, ich kann ja Licht anmachen. Also ich sehe unten niemanden. Aber ich gehe bestimmt da jetzt, ich gehe da rein und dann spawnen die gleich, pass auf. Der kleine Ficker hier. Fall dran denken, diese ganzen Motorräder und so nachher wieder mit nach Hause zu nehmen. Ja. Und jetzt sollte keiner mehr sterben, weil jetzt haben wir wirklich nur noch die Fahrräder. Ja, ich verstehe. Mach jetzt mal Trick 17. Euer kleinen Arschlöcher. Noch mehr? Ah, wer will? Wer hat noch nicht? Oh, da kommen welche. Heinrich baut sich eine Sicherheitsbarriere. So. Ja. So, kommt her, ihr kleinen Säcke. Ja, ihr könnt doch nicht hier gegenhüpfen. Ist geladen. Wie sieht das nächste, die nächste Waffe aus? Da passt noch ein bisschen was rein. Nehmen wir mal die anderen Bolzen. Ach nee, die können da weggehen. Ich warte. Jetzt eine Granate hätte, ich würde sie hinschmeißen. Oder ein paar Minen hätte man da dann so schön hinlegen können. Ja. Ich glaube, Bin der mal haut. gespannt. Ich glaube, der checkt nicht, dass ich hier hinten bin. Ich bin mal gespannt, wann so die eine oder andere Brücke wirklich mal kaputt ist, weil die nehmen ja immer so ein ganz klein wenig Schaden. Wenn wir da so rüberfahren. Ja, der kommt nicht.
So ein Sackgesicht. Habe ich mir extra jetzt Mühe gegeben, habe hier was gebaut für den Zombie. Aber nein, der kommt da nicht. So. Dann hau ich den einen wieder kaputt. Juhu, ich sehe das Haus schon von Dr. No. Ah, hier kann man runterfallen. Oder wem auch immer. Dr. No. Dr. No. Hey, Heinrich hat Dr. No. Heinrich hat die Schnauze voll. So. Könnte man runtergehen, tue ich aber nicht. Bin doch nicht bescheuert. Könnte man auch runterfallen. Aber ich wiederhole, ich bin doch nicht bescheuert. Aber es ist gut gegen Zombies. Da könnte man hier nämlich um die Ecke. Ui, juhu, oh nein. Ich bin fast da. Das ist doof. Oh. Bisschen Munition, das habe ich aber schon zerschossen. Du bist fast da. Das ist ja fast. Ich fahre gerade schon die Serpentinen hoch. Das scheiß Geländer. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schieß doch nicht aufs Geländer, Mann. Ja, komm ich nicht durch. Geländer ist ja echt hardcore. Aber ihr scheint normal zu sein. So. Na, ich kriege auf jeden Fall schon mal deine XP. Oh, da unten ist eins. Oh! Ups. Was denn? Nichts, ich bin nur runtergefallen und der Zombie ist hinter mir. Ja, ist gut. Ich find's grad doof, dass du nicht durchs Geländer schießen kannst. Hm. Ja, ich treffe immer das Geländer. Das ist der letzte. Letzte Scheiß ist das hier. Aber was passiert, wenn ich das kaputt haue? Komme ich runter. So, jetzt muss ich mich erstmal zurecht. Oh, das müssen wir alle. Miep. War ich da hinten das schon? Zeug da. So. Wenn ich doch rausfinde, wo du bist, kann ich dir vielleicht sogar helfen. Boah, ich bin halt weitergegangen. Gemächlich. Okay. Muss mal was trinken. Trinken, trinken, trinken. Oh mein Gott. Was denn? Oh, das zeige ich dir, wenn ich bei dir bin. Hast du eine Waffe gefunden oder was? Nein, was viel cooleres. Oh, hier geht's wieder raus. Ah! Also wenn das ein Singleplayer-Game wäre, würde ich jetzt sagen, hier kommt ein Endboss. Ah, da bist du. Gut, dass du da bist. Was wolltest du denn zeigen? Warte, warte. Hast du einen Erdbohrer? Nein. Siehst du's?
Was? Wo hast du den Scheiß her? Aus dem Spind. Den habe ich gar nicht durchsucht. Okay. Kommen wir hier wieder hoch? Nee, ne? So, jetzt sollte man hoch und runter gehen können. Immer am Fluchtweg arbeiten. So, gucken wir uns das Gebäude hier mal an. Hier müssen doch eigentlich die Zombies runtergefallen sein. Da hinten steht einer. Ich sehe keinen, wo? Ja, hinter dem großen Tor. Das ist der Endboss. Ja, die sieht relativ normal aus. Hier in der Ecke ist schon mal keiner. Ah, ich sehe da hinten was leuchten. Wo? Hinter dem Tor, wo ich sage, da kommt der Endboss. Okay. Also man kommt hier schon mal hoch, das ist gut. Da würde ich mir sagen, locken wir nämlich den an und... Warte, Moment, Moment. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Halt, stopp. Was denn? Alles gut. So, wo bist du jetzt? Bist du auf dem Dach oder... Ich bin jetzt auf dem Dach. Bist du auf dem Dach? Komm, ne? Aber einer muss das Tor eröffnen. Alles, warte, möchte ich erstmal gucken, wo du aufs Dach gekommen bist. Hier in der Ecke. Das ist schon mal sehr gefährlich. Das können wir ja gleich kaputt hauen, wenn wir oben sind. Nee. Was? Nee. Ja, okay, so können wir es. Oh ja, jetzt sehe ich es auch leuchten. Na? Also, ich kann gerne aufmachen. Nee, ich mach auf. Ich sehe schon 1, 2, 3. Oh, Nemesis! Ich bin weg. Was kloppen die auf? Ich klopp hier mal die Zufahrt weg. Jo. Oder ich mache, warte. Frame Party. Tada. Und ja, und die sind gleich soweit. Jo, ich hab meine Frames. Die sind schon so weit, die sind da. Alter. Haben wir den gekillt? Cool. Ja. Nemesis ist tot. Die normalen, das ist die Tussi. Von den Tussis habe ich keine. Da war noch eine Leuchtetussi, eine fette. Die steht da auch noch. Und eine Tussi ist drin. Ah gut, weißt du was? Soll ich Leuchte anlocken, oder? Leuchte anlocken, ja. Ich mach mal hier ein Loch. Ah, das ist eine fette, ja. Da seh ich sie auch. Hey, auf zu glitschen. Schön auf den Arsch geschossen. Darauf steht die. Ey! Muss ich leider wieder auf den Arsch schießen, tut mir leid. Oh, keine Munition mehr. Dann nehmen wir die.